Und hopp. Zack, jetzt gehen wir das Ganze mal mit Stil hier an. Und ha! So. Direkt rausgenommen. So. Oh Mann. So, wartet mal. Den sehe ich jetzt ja gar nicht mehr ein, ey. Willkommen im Grommelnet-Waffenladen. Erstmal das. Was mir gerade mal auffällt. Sind sie wirklich in der Shotgun? Gesagt, getan. Als ob das was kostet. Die kosten dann was. Aber das ist mir egal. So. Ach nee, muss ja erstmal Dings. Ganz vergessen. Da plant man mal um und dann vergisst man auf einmal alles. So. Diesmal aber. Diesmal wieder schief geht, fress ich einen Besen. So. Ihr, meine Freunde. Wir haben doch noch einen, wo der herkam. Brenne. So. Alter, wer... Wieso auch immer das Ding auf einmal auf ist. Nein. Brenne. Geschafft, bitte. Stell dich auf den Schalter. Was für ein Schalter? Ach, den Schalter. Wenigstens kann ich hier nochmal hin. Willkommen im Grommelnet-Waffenladen. Nix. Bah, dann nicht. Ba, 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 ba. Ach ja, 2500, da war ja was. Als meine Vollstrecker die Stadt zerstörten, suchte dein Volk hinter diesen Mauern Schutz.
Sie dachten, wenn sie die Dimension verließen, würde ich Polaris verschonen. Du lügst! Lombaxe fliehen nie. Ach, wirklich? Dimensionator! Finde die Lombaxe! Wenn ich dir den Dimensionator lasse, ist niemand mehr sicher. Weder die Lombaxe, noch meine Freunde. Ich gehe nirgendwo hin, bevor er nicht zerstört ist. Typisch Lombax. So edel, so ruhig und gleich so tot. Hona, komm du mal her! Oh, ich sehe schon, du gibst einen Scheiß über das Ding. Hat eine kleine Bots, die gönn mir mal. Die röste ich. So, mit was gehe ich hier auf die Nerven? Mein V5-Waffen am besten. Ha, bam, bam. Nein. So ein bisschen. Schaden pro Sekunde ist nicht schlecht. Du hattest recht. Wurmlochgeräte sind gefährlich. Was? Ach komm schon. Das ist nicht wie in diesen Holo-Filmen, wo du denkst, der Kerl ist tot und plötzlich... Oh, fuck, Nugget. Was hast du getan? Du hast alles kaputt gemacht. Deine Stimme auch? Wir sind sowas von geliefert. Oh, wow. Lasst mich mit der Ammo hier. Wow, 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 wow. Macht dir Schaden. Okay, schön. Gott! Sollen sich die mal darum kümmern? Und jetzt... Ich lass dich am Leben, Prinzessin. Dein Leben. Oh fuck! Ja, diese Schockwellen, ey. So war nix. Konzentrieren wir uns mal lieber aufs Ausweichen. Geben dir hin und wieder mal sowas. Wieso haben die so Mondgravität und ich nicht? Okay, der macht so viel. Der macht richtig viel zu viel Schaden. Und ich darf von hier anfangen. Das heißt, ich darf jedes Mal den Bossfight nochmal machen. Wunderbar. Wesentlich wird hier die Katzin direkt übersprungen. Ja, du mach, du blöden Ding, du. Ich glaube, die guten Kaliber heben wir uns mal lieber auf. Und hauen ihm erstmal nur sowas hier um die Ohren. Und... sowas. Und sowas.
bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Und jetzt habe ich keine Ammo mehr. Komm mal her, Mr. Zukon, dich brauche ich mal. Nein. Die guten Sachen benutzen wir erst später. Oh cool, es wird sogar hier direkt hingeskippt. Sweet. Und jetzt macht er den hier. Okay. Rap. Und. Rap. Und Rap. Wap! Ah, das hab ich gesehen. Und jetzt kommt die Gegend. Nein! Das war knapp. Stellt euch vor, es würde Leute geben, die aus sowas eine Omni-Schlüssel-Only-Challenge machen. Aua. Bereit für was? Zum Abnippeln? Fuck, 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 fuck. Und. Und Trap. Und. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh fuck, ey. Kann da bitte noch mehr aus der ganzen Sache rauskommen? Ey, ich bin drüber gesprungen. Oh, fuck. Kaum noch Sachen. Wo ist hier Ammo? Hier war doch mal welche. Okay, so viel dazu. Fuck. Nein, ich stand genau... Wie soll ich ihn denn auch sehen, wenn ich nichts sehe? Wie soll ich ihn sehen, wenn ich nichts sehe? Ja, wunderschöne Logik. Ah. Moment, sind meine... Wow! Okay, Mr. Zukon ist auch noch da. Jetzt. Den. Jetzt. Den. Und den. Komm, gib mir nicht auf den Keks. Ist wenigstens Schaden, den ich ihm mache. Die zweite Phase ist dann echt schon heftig. Rappa. Ah, nein, ich wollte das eigentlich hier ohne Schaden. Ohne Schaden habe ich... Wow. Ganz ehrlich, ohne Schaden. So viel dazu. So. Fuck. Jetzt macht er Schwingung. Und. Macht gut Schaden. Gefällt mir. Jetzt macht er eh nur die Meteore. Fuck. Na was? Ach, man kann hier runterfallen. Das ist gut zu wissen. Das Ding macht dem gut Schaden. Das kann ich nicht leugnen. So. Das Ding macht ihm also gar keinen Schaden. Weißt du was? Als ob die Klingen was bringen würden. Sind sie nur gut Daumen, jetzt ein gutes Early Game zu sichern. Ralalalala. So. Und. Netz. Und. Ja. Und. Feuer.
Fuck. Ich brauche Energie. Wieso ist hier jetzt auf einmal keine Energie mehr? Vorhin war sie's. Da. Hier, kümmer du dich mal darum. Und du auch. Fuck. So, jetzt sollte ich vielleicht mal die guten Sachen rausholen. Wow, jetzt bin ich tot. Ja! Du kannst mich nicht vernichten. Nur ich kenne deinen wahren Zweck in dieser Galaxie. Nur ich kenne deinen wahren Namen. Die Rückkehr der Kraken ist unvermeidlich. Deine Art wird nie sicher sein, hörst du? Ist kaputt? Es ist etwas von der Primärrefluxspule abgefallen. Ich glaube, was fehlt, ist eine 3¾-Zentikubische kubische Hexagonaldichtung. Gesundheit! Dimensionator, nach Hause! Wow, es geht. Geht's dir gut? Wo sind wir? Wir sind zu Hause, Ratchet. Das ist was Schönes. Nein! So wird das nicht, Mann. Und nochmal tief aus der Kehle. Oh Mann, wie hast du es denn bitte bis zum Captain gebracht? Nochmal und diesmal mit einer Beleidigung hinterher. Du böser Mann! Jetzt brauche ich einen Schluck rum. Ich bin Tachyon, Kronprinz der Kragmiten. Das ist schön. Fürchtet mich und so weiter. Denn das Universum gehört mir. Stirb, du Teufelskrackmiet! Seid doch bitte vorsichtig. Kronkopf fällt doch ab, wenn ihr so weitermacht. Meinst du, dass er die Wahrheit gesagt hat? Über meinen Vater und über meine Aufgabe? Ich empfing keine Lügenfrequenzen. Doch ich glaube, deine Aufgabe ist schon erfüllt. Du hast Tachyon besiegt, was kein Lombax vor dir je geschafft hat. Danke, Clank. Schau mich nicht an! Du hast gesagt, es wäre kaputt! Geht! Hab ich euch nicht gefeuert? Und jetzt geht es nach Hause. Wow. Clank. Sind das die Zuni? Die Zeit ist reif, Herr. Zu erfahren, wer du bist und was du werden sollst. Lasst ihn los! Es ist Zeit, sein Ziel zu bereiten. Es ist Zeit, mit uns zu gehen. Ja, Zeit, mit euch zu gehen. Black! Das ist mal ein Plot-Twist. Alter, das ist ein ganz schön harter Plot-Twist, muss ich mal sagen.
Der kommt aus dem Nichts und ist da. Irgendwo mag ich's ja. Aber es haut einem ziemlich ins Gesicht, sag ich mal so. Dass man wirklich da so, boom, Plot Twist, guten Tag. In Gedanken an Dan Johnson. Ja, Leute, das war Ratchet & Clank Tools of Destruction. Wir sind aber noch lange nicht durch mit der Ratchet & Clank Saga. Oh nein. Als nächstes folgt Quest for Booty. Dieses Spiel ist mir sogar durchaus geläufig. Auf meinem alten Kanal ist es ja schon gesehen. Und da habe ich es schon mal gemacht. Deswegen, es ist ein sehr kurzes Spiel. Ich werde das vielleicht sogar an einem Tag dann komplett durchaufnehmen. Weil ich es kann. Und danach folgt dann Crack in Time. Crack in Time, darauf freue ich mich, weil das wirklich der Abschluss dieser der HD Ratchet & Clank Saga ist. Und da freue ich mich riesig drauf auf beide. Quest for Booty fand ich nicht schlecht. Das wird auf jeden Fall ein ziemlich schnelles Projekt. Und Crack in Time, wunderbar, da freue ich mich jetzt schon drauf. Was kannst du Tools of Destruction sagen? Das Spiel macht einfach Spaß. Es ist einfach super geil. Und, ich will noch nichts über die Fortsetzung der Reihe sagen, weil, das habt ihr vielleicht zu dem Tag, wo das hier online geht, schon gesehen. Es gibt einen Tag mit zusammenhanglosen Projekten, wo nach jedem Projekt quasi wieder was folgt, was, nicht zusammenhängt. Und, bei Ratchet & Clank und Kingdom Hearts, wenn die beiden Sagas vorbei sind, wird eine andere Spielereihe gemacht. Also da kommen immer nur Spielereien an den Tag. Ich finde, das hat so ein bisschen was, so ein bisschen Stil. Und macht mich auch ein bisschen eigen, möchte ich mal sagen. Kann ich das überhaupt skippen? Ja! Glückwunsch, du hast ja auch den Herausforderungsmodus freigeschaltet. Dann kannst du das Spiel mit der höheren Schwierigkeitsgrad spielen. Alle halten eine Waffenrüstung. Sind funktionsfähig. Besiegst du die fallenden Balls mit mehr... Oh, die haben das. Die haben da... Oh, die haben New Game Plus. Schubleiter, klar. Horizontalstabilisator, klar. Ionendüsen. Scheint, als hätten wir Rückenwind. Mit gutem Timing. Ich darf aber die Cutscene nicht skippen. Am Verkehr vorbei, den Magnogreifer an die Fußgänger. Ich lass das mal kurz laufen. Ich möchte... Die Düsen sind fit, Clank. Schau. Lass mir das einfach mal schnell durchlaufen. Ich möchte wenigstens bis zum ersten Drop spielen. Ich will wissen, ob sie das echt vom dritten Teil übernommen haben. Da kommt eine Nachricht von Captain Quark. Ja, schön. Clank, ich habe hier ein paar Problemchen im Planetensicherheitszentrum. Nicht, was mich überfordert. Ich kann echt die Cutscene nicht skippen. Das ist schade. Kampfroboter. Ich dachte einfach, falls ihr in der Nähe seid. Halt, ich bin zu schön zum Sterben. Bist du blöd zum Sterben? Schwer bewaffnete Kampfroboter? Wann sind sie das mal nicht? Bist du sicher, dass jetzt alles funktioniert? Eigentlich ist jetzt das Spiel schon vorbei. Ich möchte nur noch mal jetzt für mich gucken, was geht jetzt hier ab. Alles klar? Vorsicht! Das ist einfach eine komplette, so eine Full-Cutscene ist. Vertrau mir! Ratchet, Vorsicht! Oh, siehst du? Sack! Bam! Dann müssen wir wohl laufen. Gut, dass ich mein neues Navi hab. Bling, 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 bling. Tatsache, wir haben noch alle unsere Waffen. Nur ein paar Apparate fehlen. Moment mal. Was war denn da? Ach, Geräte. Stimmt ja. Wahrscheinlich die man bis... Moment. Ich möchte mal kurz was wissen. Stilpunkt, was gab's hier denn? Gute Zeiten, Schmetterzeiten. Ich hätte auch runter zu. Hack auf Gießen. Ich
Ich möchte ein Dings finden. Ja, mit Multiplikator. Wie geil. Quasi echt Hard Mode. Das finde ich ja mal cool. Dass sie das übernommen haben. Boah, jetzt werde ich Spaß haben. Wo Hard Mode? Wo? Such nur einen Shop. Ich will wissen, ob sie auch die Waffen-Upgrades übernommen haben. Also die Omega-Waffen. Das möchte ich jetzt wissen. Snap, snap, snap. Alter, ihr macht aber echt Schaden. Das hätte ich echt nicht erwartet, dass ihr Schaden macht. Wow. So, was gibt's denn noch? Brauch einen Shop, Mann. Bau einen Shop. Lass mich mal durch hier. So. Mal drei. Wow. Ich spiele nur mal bis zum nächsten Shop. Rush das Ganze so ein bisschen. Gebäude! Hopp. Und hopp. Was habe ich denn noch so Schönes? Ach, weißt du, warte, ich mache euch mal ein bisschen Wind. Schaden, nice. Wow. Das war unbeabsichtigt. Und das ebenso. Mann, komm, wo starte ich jetzt? Och, Mann, Leute, ich will doch nur einen Shop. Oh, ich will doch nur einen Shop. Mehr will ich doch nicht. Menno. Schon wieder so viel Geld. Wo kommt das ganze Geld her? Komm, weiße Wand hier. Alter, das Ding macht null Schaden. Das ist echt ein Hard Mode. Keine Ammo, weißt du? Kein Shop, weißt du? Aha. Oh Mann. Befall doch nicht. Was mache ich denn? Ich will doch nur einen Job. Ich will doch nur einen Job. Nur einen Job. Schade eigentlich, dass es hier nicht sowas wie den Schildlader wieder gibt. Fand ich voll gut. Gut.
Wow, wie ich die... Die Schiffe... Ich habe ein Schiff zerstört. Ich habe ein Schiff zerstört. Weg da! Stopp! Bitte! Einfach Feuer machen. Ein Zaun, ein Shop. So. So viel Geld. Bin ich aber ehrlich gesagt nicht anders gewohnt. Ja, macht nichts. Ich bin da eh noch auf der Durchreise. Way, 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 way. Aua! Woo! Komm, den einen Kerl ich wieder gerne. Ich glaube, ich habe echt alle Dings, alle Pläne, alle Holo-Pläne. Nippel doch mal ab hier. Ein Shop. Bitte. War der echt ernst? Erste Shop echt so weit weg. Ich sehe immer noch cool aus. Ich will doch nur einen Job. Das ist alles Renderzeit, die ich jetzt dadurch habe. Wow, wie es sich auch überhaupt nicht interessiert, dass ich hier bin. Ach komm schon! Mann! Ein Job! Setz mich noch weiter zurück. Mhm. Oh, nippel ab. Junge. Das Ding macht einfach keinen Schaden. Ich will doch nur wissen, ob es diese Omega-Dinger gibt. Weil wozu das Geld? Ist denn ein Shop zu viel verlangt? Nerv nicht. Nochmal. Alter, der hat ja schon... knapp 2 Millionen gefarmt. Alter. Stopp. Mehr will ich doch nicht. Haben die sämtliche Shops aus dem Spiel dadurch entfernt. So. Ich hätte auch einfach abhauen können, ich Idiot. Tue ich trotzdem. Bah. Okay, ich sehe irgendwie Maximum, Multiplikators 3. Das Sicherheitszentrum liegt 200 Kubits unter uns. Wie sollen wir da runterkommen? Weiß nicht, ich improvisiere gerade.
Ich hätte gern Shop. So, sag ich mal. Ich darf doch. Ey. Das hier nicht aufmüpfig werden. Natürlich muss da ist noch Geld. Job, bitte. Ich sammle jetzt 2 Millionen innerhalb der ersten Welt. Ah, darf ich. Wenigstens das darf ich skippen. Trotzdem hätte ich gern einen Job. Endlich mal. Und Rob. Meine Sensoren melden Schäden an der Grindschiene. Ich will doch nur einen Job. Ein Job. Mann. Ein Leben für einen Job. Wo kommt das Geld her? Langweilig. Langweilig. Brauchen wir alles nicht, kennen wir schon. Autopilot aktiviert. Wow, Testalten-Clack. Überraumturbinen ein. Starte Kälteschlag. Kälteschlag? Nein, auf keinen Fall werde ich. So ein Glück, dass Kälteschlag bei Robotern nicht wirkt. Classic. Trotzdem, Shop, jetzt, sofort. Wie Spiel es denn einfach nicht skippen darf? Seine Vergangenheit ist da drin. Kicherchig. Shop, bitte. Ihr nennt es ja wohl denn hoffentlich nicht Herausforderungsmodus für nichts. Es nichts gibt, was ich holen kann, nur wirklich schwerere Gegner. Wie süß. Hä? Wo muss ich denn jetzt hin? Weg. Wenn ich nur eine Waffe benutze, kann ich auch nur einmal Ammo kriegen. So klingt die Logik. Moment, ist sogar das mal... Wow, ich glaube sogar das ist mal 3. Wap. Tatsache sogar, das ist mal 4. Häcksler-Klappe. Die benutze ich doch gar nicht. Ein Königreich für einen Job. Nennen wir es Sonderepisode. Ratchet auf der Suche nach dem mal 6.
der Multiplikator geht doch höher, als ich dachte. Vor allem dank dem, dank meinem Flammenwerfer ist das alles so schön. Schon so drop. Nein! Oh, ich hab 3 Mille. Irgendwas muss es doch geben. Komm schon. Boah, wie viel von dem Radi. Wow, 23.000. Serious? Oh. Noch mehr Multiplikator. Das brauche ich auch. Das braucht der Mann von heute. So. Hallo. Ach doch nicht. Das hier. Das hier. Das Ding ist so mächtig. Und so tot. Plapp. Ja, Leviathan-Seelen gibt es ja auch noch. Will ich wissen, wie viel Geld die nachher geben? Ein Shop wäre endlich mal cool. Ich glaube, der kommt jetzt. Ich kenne die Stadt. Da ist er. Shop. Und da ist auch der Typ. Bestimmt die Holopläne bei ihm abgeben. So lange wollte ich eigentlich gar nicht. Glückwunsch, Partner. Du darfst unsere neue geheime Omega-Waffe. Damit werden deine jetzigen Waffen aufgerüstet und du kannst deinen Feinden maximalen Schaden zufügen. Oh mein Gott, Leute. Alle V5-Waffen werden noch toller. Ich hab wieder was zum Privatsuchten. Titanium können wir deine mickrige Waffe in einmal alles upgraden. So nett. Heute haben wir ein Angebot. Für jede gekaufte Aufrüstung schalten wir eine neue frei. Und ich hab das Ding noch nicht mal voll gehabt. Wunderschön. Gesagt, getan. Wird erledigt. Moment, was ist das jetzt hier? Das ist mein Laser, was? Ach, der Nanoschwärmer ist das. Der kann Eisschaden machen? Kranker Sache. Plasmapirscher. Mein Flaminator ist noch nicht voll. Wow. Für das Ding brauchst du mehr. Willkommen im Grummelnet Waffenladen. Wie geil, die haben die Omega-Waffen. Wir erwarten eure volle Kooperation bei der Neutralisierung des Einzellings. Das ist so toll. Das ist ein 1A New Game Plus. Wo es einfach nur noch Spaß machen soll. Und ich irgendwie für alles, was ich töte, radidadidadi bekomme. Ja, dich kenne ich doch. Sie bringen Bolts aufs Konto. Mit dir. Was soll denn? Schade, die Holopläne kann ich noch nicht bei ihm abgeben. Oh ja, Massenzerstörung. Oh, hey, Sportfreund! Das Gold. Skate!
Nein, Sportsfreund, für dieses Gerät fehlt dir... Gold Groovitron für 2 Millionen Ram... Was? Komm mal wieder vorbei, Sportsfreund, dann nehmen wir einen zusammen. Oh, hey, Sportsfreund, du bist... Alter. Ein Gold Groovitron. Leute, ich habe wieder was zum Privatsüchteln. Wir sehen uns das nächste Mal wieder in Let's Play Ratchet Clank Quest for Booty. Bis zum nächsten Mal. See ya, Leute.